Und da sind wir wieder bei Digimon World. Wie letzte Folge angekündigt, werde ich heute mal Leomon einen Besuch abstatten. Mal schauen, ob ich irgendwas von Okremons Festung erzähle. Oh, oh. Shaman Goburimon. Oh. Sind genauso unberechenbar wie ihre grünen Kollegen. So, Leomon. Ich muss etwas suchen, entschuldige mich. Ich suche es und sag dir Bescheid, wenn ich es finde. Ich kann mich schon sagen, okay. Also habe ich es noch nicht gefunden. Schade. So, was ich jetzt will, ich will erstmal den Gekko-Sumpf wieder betreten. Oh. Oh. Verdammt! Okay, jetzt ist noch kein Schaman-Goburimon. Den Gekko-Sumpf will ich nicht betreten, dann möchte ich weitergehen. Dort gibt es auch noch... Also, an den Teil kann ich mich dann nur ziemlich dunkel erinnern, was dann danach kam. Ich weiß, dort gibt es mindestens zwei Digimon zu holen. Also das Gebiet nach dem Gekko-Sumpf. Und dann nach dem Gebiet, also Gekko-Sumpf, dann das, dieser Wald, Nebelwald, glaube ich, heißt der. Und dann kommt, glaube ich, schon das Frostland. Also dann sind wir praktisch im Kreis gegangen. Wenn ihr euch das so geografisch vorstellen könnt. Dass halt die Pfeilinsel, das an den Berg Unendlichkeit angrenzt. Dann gehen wir rundherum, praktisch wie... Oh mein Gott. So, also, wie bei so einem Donut entlang... Also Pfeilinsel, also Pfeilinsel, Pfeilstaat, dann Moment, machen wir mal den Kampf fertig. Das war jetzt knapp. Also Pfeilinsel, dann nach links zum Wald, also zum Ursprungswald oder Anfangswald oder wie auch immer heißt, dann über den Tunnel, also, oder über den Hügel, Panoramaberg, so heißt er, Panoramaberg, dann die Steppe, wo wir jetzt sind, die Savanne oder was auch immer, wie sie heißt, Zahnradsteppe, so, Zahnradsteppe, jetzt der Gekko-Sumpf, dann der Nebelwald, dann der Frostland, dann die Plateanschlucht, der Dschungel und dann sind wir schon wieder auf der bei der Pfeilstadt. Also es geht halt wirklich so im Kreis wie im Donut. Und in der Mitte, dort wo das Loch vom Donut ist, ist hier auf der Insel der Berg der Unendlichkeit. Das für das Spiel der letzte Ort ist. Oh, was ist denn das? Eine Giftattacke. Eine fette Giftwolke. Ich habe sie zwar anscheinend abgeblockt, aber trotzdem bin ich vergiftet.
Zumindest gelähmt. Mach was draus. Das ist nicht so geil. Das war klar. Fuck. Verbrauch schon wieder all meine Items. Mit Blocken. Nicht so wie in Pokémon, wo Gift nach dem Kampf auch noch wirkt, ist es hier halt nach dem Kampf gleich weg. Also es gibt kein Gegengift oder so. So, machen wir trotzdem Heildisk und MP-Disk, bevor wir in den Nebelwald gehen. Ich glaube, im Nebelwald gibt es ja noch eine kleine... Okay, wir sind hier gleich neben der Toilette. Eine kleine Abzweigung zu einem weiteren Ort. Aber ich glaube, da drin gibt es dann für uns jetzt nichts. Oder ich glaube da halt nicht. Sicher bin ich mich jetzt nämlich auch nicht. Schleierwald, nicht Nebelwald. So heißt er. Wie heißen sie? Nein, keine Ahnung. Fällt mir jetzt nicht ein. Ah, da! Da haben wir schon ein Digimon. Komisch, ich dachte nämlich, dass das schwer zu finden ist. Weil ich war mir sicher, dass der Schleierwald so eine Art Endlos-Labyrinth ist, dass ich den richtigen Weg finden muss. Aber anscheinend nicht. Oder vielleicht doch und ich habe Glück gehabt. Das Gabumon ist jetzt so... Ich glaube, das ist so stark wie unser Garurumon. Ist irgendwie deprimierend. Aber was soll man machen? So, ein P-Disc kommen wir noch hinterher. So stark kann sie gar nicht sein. Es ist nicht so schnell wie unser Garurumon anscheinend. Ist sie denn jetzt schon weg? Nein. Gut, dass sie sich gebootet hat und nicht angegriffen hat. Okay. Nein, ich will nicht. Ich will nicht kämpfen. Lauf doch weg, wenn du nicht kämpfen willst. Oh je, das ist schlimm. Ich verstehe dich nicht. Naja, warum kommst du nicht in unsere Stadt? Ist doch besser, als sich zu verstecken. Sagtest du Stadt?
Niemand zwingt dich. Das überzeugt mich. Also gut, ich komme. Also, ich muss sagen, die Übersetzung ist halt schon irgendwie grenzwertig. Aber gut, die haben wahrscheinlich direkt aus dem Japanischen übersetzt. Und die japanische Sprache ist eigentlich eine sehr simple. Also, sie ist schon kompliziert zum Lernen, ja. Aber von den Wörtern her ist sie sehr simpel. Sie benutzen nicht so viele Wörter in einen Satz. Und da ist es halt schwer, richtige deutsche Sätze zu bilden. Ein seltsames Kerlchen. Ah, es hat er gar nichts fallen gelassen. Nur ein bisschen Geld. Aber gut, Gabumon haben wir geholt. Was mich wirklich wundert, weil ich dachte, das wird schwer zum Holen sein, weil ich wirklich dachte, dass der Schleierwald ein Ort ist, wo wir uns verirren. Das kann ich mich erinnern. Es ist kein Rätsel oder so, aber die gehen halt immer im Kreis und wenn wir halt mitgehen, dann können die uns nichts tun eigentlich. Es ist also doch so etwas wie ein Irrgarten, weil das ist anscheinend der Anfang. Wenn wir jetzt wieder den gleichen Weg zurückgehen, müssen wir wieder im Geckosumpf landen. Fugemons. Jetzt habe ich es auch bemerkt. Das Digimon heißt Fugemon. Das ist schon stark. Machen wir eine Doppeldisk, damit wir diese mal aus dem Inventar haben. Das haben wir uns praktisch vollgeheilt. Naja, die Digimon hier sind schon ein anderes Kaliber. Ja. Deswegen fürchte ich mich auch ein wenig vom Frostland. Weil das ist halt das Gebiet, was von der Pfeilstadt aus am weitesten weg ist. Und dort sind halt dann die fast stärksten. Es gibt noch einen Ort, wo noch stärkere sind. Aber zu denen kommen wir so jetzt noch nicht. Also wie gesagt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, müsste ich im Geckosumpf landen. Oh, 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 oh. Wisst ihr, was das bedeutet? Es stirbt. Franz hat sich aufgelöst. Vor seinem Ende hat es ein Digitama geboren, das seine Fähigkeiten geerbt hat. Welches Ei möchtest du? Ja, also wenn wir es schlecht behandelt hätten oder wenn wir dreimal gestorben wären mit Franz oder mit Garurumon, dann hätten wir uns keine Eier aussuchen können. Dann wäre zufällig eins entstanden. So, ich weiß jetzt gar nicht, welches ist. Ich glaube, das Grüne, mit dem können wir
Agumon und Gabumon holen. Oder Agumon und Biomon. Ich weiß jetzt nicht. Das blaue. Nein, Agumon, Biomon. Gabumon und Betamon. Patamon und Palmon. Nein, das kann nicht sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme einfach das hier. Ich glaube, das wird zu Patamon oder so. Werden wir gleich sehen. Und es kommt ein... Ja, ich glaube, das wird dann zu Tokomon. Dann halt zu Patamon. Oder noch ein anderes. Na, ich behalte den Namen. Gut, also jetzt war es erst dann mit Nebelwald. Gut. Schauen wir mal auf das Digimon. Poemon. Also, ich glaube halt, dass das hier das erste und hier Agumon und Gabumon. Dann halt, das wird zu Tokomon und Biomon, würde ich mal schätzen. Das wird zu Palmon und Betamon. Ja, wahrscheinlich Palmon und Betamon. Das letzte. Boah, was war denn das letzte? Müsste ich ja mal nachschauen. Was gab's denn noch? Also, es gibt jetzt nicht alle Digimon, die man in Anime sieht. Da gibt es zum Beispiel kein Gomamon oder... Warte, was war noch eins von den Kindern, was es nicht gibt? Gomamon gibt es nicht und... Ja, also Gatomon sowieso nicht. Weil das Spiel kam halt wirklich zu... Nein, warte, das kann auch nicht sein. Ja, also auf jeden Fall Gatomon gibt es nicht. Gatomon, Gomamon. Aber sonst gibt es ja alle, oder? Nein, Tentomon. Tentomon gibt es auch nicht. Gut, aber was sind dann die letzten beiden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es gibt halt für jedes Ei zwei Rookie-Digimon. Und das letzte, also es gibt ja 10. Warte mal, 2, 4, 6, 8. 9. Es gibt 9. Also rein rechnerisch würde sich das nicht ausgehen, wenn für jedes Ei 2 Ruki gibt. Denn das dritte bekommt man, wenn man sich in Kunemons Bett mit einem in Training Pokémon schlafen legt. Weil dann wird es zu einem Kunemon. So, aber kann es sein Elekmon? Elekmon? Das kann natürlich sein. Und ich glaube sogar, dass man mit diesen, also mit dem, was ich jetzt habe, ein Elekmon bekommen kann. Ja, das kann sogar gut sein. Weil sowohl Patamon als auch Elekmon sind vom Windtyp, also vom Blitztyp, so. Und nicht wie Biomon ein Feuer. Aber... Ich weiß nicht. Also jetzt fällt mir dann nur noch eines. Betamon, Palmon, Biomon. Eines fehlt mir noch. Vielleicht Penguinmon. Penguinmon kann sogar gut sein. Bin mir aber nicht sicher. Ich werde dann mal irgendwann mal nachschauen. Denn nach diesem Part werde ich dann halt aufhören und ein paar Infos nachschauen. Und dann halt, ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Zu was ich es digitiere und was ich denn als nächstes mache, also ob ich Okremons Festung noch jetzt weitermache. Vielleicht habe ich dort irgendetwas übersehen oder ob ich jetzt wirklich durch den Nebelwald gehe. Müsste ich halt wieder ein bisschen trainieren. So.
fast durchweg. Genau, die Regenbogenfrucht. Haben wir schon unser Fleisch geholt? Lass mich mal die Werte anschauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich habe keinen Vergleich, irgendwie. Ah, habe ich schon geholt, okay. Aber ich kann euch noch zeigen, bevor der Part zu Ende ist, was denn Gabumon macht. Denn er ist nämlich hier bei Trimogemon, hilft er mit bei der Schatzsuche. Danke für den Auftrag, Daniel. Ich bin neu bei Trimogemon. Sachen aufspüren liegt mir besonders. Und ich glaube, jetzt findet Trimogemon halt, ja, nicht bessere Sachen, sondern mehr Sachen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Auch für die, die das interessiert, wenn wir genug Digimon in die Stadt eingeladen haben, dann geht dieser Wasserfall weg. Und dann können wir in den Berg der Unendlichkeit. Das ist dann das allerletzte Gebiet. So. Jetzt wird es gleich bimmeln, dass unsere Zeit... Ja, genau jetzt. Gut. Dann werde ich hier mal speichern und werde mal nachschauen, was ich denn jetzt als nächstes so mache. Gut, dann warte mal, machen wir mal Speicherung, damit ihr das auch seht. Ah, okay. Ja, okay. Will ich benutzen. Spiel sichern, ja. So. Oh, es hat Hunger. Machen wir das noch? Hat es noch immer Hunger? Ne. Also gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal bei Digimon World. Ciao, ciao!